Der steirische Spitzenkandidat der FPÖ zur EU-Wahl, Georg Mayer, gab in Bruck an der Mur eine Pressekonferenz. Der seit Juli 2014 als Mitglied des Europaparlaments tätige Politiker tourt für die EU-Wahl durch den Bezirk Bruck mit Zuschlag. Sie wissen, die Freiheitliche Partei ist immer sehr stark, wenn es dann zum Wahlkampf geht. Wir sind gemeinsam mit Hannes Annesbauer auch gestern schon im EU-Wahlkampf unterwegs gewesen, heute den ganzen Tag im Bezirk. Und wir werden einfach versuchen, die Leute noch zu dieser Wahl zu bringen, weil es eine richtungsentscheidende Wahl ist. Für uns muss es jetzt einmal heißen, wohin bewegt sich diese Europäische Union. Für uns kann es nicht sein, wie viele unserer Mitbewerber sagen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa, was am Ende die Aufgabe dieser Republik Österreich bedeuten würde und damit aufzugeben, Österreicher zu sein. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Vielfalt unserer Kulturen bewahren, in ganz Europa, aber natürlich auch in Österreich. Das heißt, wir wollen mehr Österreich und weniger Europäische Union. Wir wollen, dass die Österreicher und damit auch der Nationalrat sich um die Dinge kümmert, die besser in Österreich geregelt werden können und die Europäische Union sich um die größeren Dinge kümmert, wie zum Beispiel Umweltschutz, aber auch dringend Außengrenzenschutz. Wie richtig angesprochen, im Bezirk Bruck mit Zuschlag haben wir 25,6% erreicht. Das ist weit über den Bundesschnitt gelegen. Wir waren deutlich vor der ÖVP beispielsweise hier im Bezirk. Wir haben Gemeinden gehabt, wie auch in meiner Heimatgemeinde in Neuburg an der Mürz, wo wir stärkste Partei wurden mit über 32%. Und da wird die Luft nach oben natürlich dünn, das ist uns bewusst. Und deshalb heißt das Motto für uns Laufen, 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 Überzeugungsarbeit zu leisten und natürlich die Menschen auch darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Wahl ist. Denn gerade Menschen, die der Europäischen Union in manchen Bereichen auch kritisch gegenüberstehen, neigen dazu, nicht an der Wahl teilzunehmen. Das zeigt auch das niedrige Wahlergebnis. Das letzte Mal im Jahr 2014 waren das 45% bundesweit, das ist recht mau. Und dadurch, dass die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, jeden Menschen direkt betreffen, ist es sehr, sehr wichtig, an dieser Wahl teilzunehmen, weil nicht wählen nutzt bekanntlich am meisten jenen, die man am wenigsten will.